Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und heute sehen wir uns mal einen Panzer an, der vielleicht gar nicht so häufig hier zu sehen ist, und zwar den T-26E4, besser bekannt als Super Pershing oder wie ich ihn auch gern liebevoll nenne, Suppen Pershing. Und gerade hier ist jetzt ein schönes Gameplay zu sehen im Replay of the Week, weil wir jetzt nicht nur Schaden sehen, sondern wir sehen sogar, und das kann ich schon mal vorweg spoilern, einen Aufklärer. Und er bekommt am Ende der Runde 167.000 Credits raus, was ihn natürlich sehr charmant und attraktiv macht. Ja, jetzt schauen wir mal, wie er da den Weg dahin bestreitet, weil das ist natürlich immer sehr spannend zu sehen. Und erstmal geht es hier auf der Karte Karelien da Richtung 1er Zweierlinie. Da will er hin, wird auch da ein bisschen vom KV-2 angeschoben, wobei eigentlich der Super Pershing gar nicht so langsam ist. Also der ist ja durch seine damalige Veränderung ein wenig schneller geworden, aber hat seine extreme Panzerung, die er damals noch vor dem Buff hatte, beziehungsweise vor dem Nerf, oder ich würde einfach nur sagen vor seinem Ausgleich, weil, wie gesagt, beim einen hat er ein bisschen Verbesserung erhalten, bei dem anderen ein bisschen Verschlechterung. Aber wie gesagt, ich selber finde ihn sehr, sehr gut, so wie er jetzt ist. Also ist es so ein Panzer, den sie in meine Richtung richtig verändert haben, weil ich einfach diese Agilität, die er da jetzt spendiert bekommen hat, sehr, sehr schätze. Top-Tier ist er hier. Das macht es natürlich mit dem Super Pershing definitiv leichter, wobei er sowieso maximal in 9er-Gefechte kommt. Also dieser Panzer kann keine 10er-Gefechte sehen. Also wenn ihr noch mit einem Panzer liebäugelt, der eure Crew trainieren kann. Und ganz wichtig, hier handelt es sich um einen mittleren Panzer der USA. Spielt sich de facto wie ein Heavy, aber er ist für die mittlere Crew gedacht. Also wer sagt, er spielt eigentlich gern Heavies, braucht aber eine Crew für seine mittleren Panzer, der könnte sich den Super Pershing definitiv mal anschauen. So, jetzt umfährt er hier die ersten Gegner. Hat hier auch gleich den Black Prince. Und kann ja den ersten Hit draufgeben. Nach wie vor der Replay-Bug, dass wir die Umrandungen teilweise nicht sehen. Und jetzt bekommt ihr hier gleich von der Seite vom Pershing und vom Black Prince. Da muss er jetzt aufpassen, weil da hat er sich natürlich eigentlich in eine Richtung manövriert, die nicht so schön ist. Aber er bekommt jetzt hier von vorne, da kann er seine Panzerung ins Spiel bringen. Von vorne hat er jetzt den Schutz, also rechte Hand, durch den Stein. Sein Team kann jetzt hier ein bisschen nachrücken. KV-2 nimmt den Crumble da aber mit Leichtigkeit raus. So, der Black Prince jetzt der Einzige, der nächste Schuss nimmt ihn wohl raus. Perfekt, so soll es sein. Und jetzt kommt der Pershing rum, kann sich also jetzt auf den ausrichten und auch wieder hier mit seiner Panzerung spielen. Und hier, zack, den ersten Treffer. Und ich hoffe, dass das Hitlock bald ins Spiel kommt. Da müsste man jetzt nämlich schon, wie viele er allein schon jetzt abgeprallt hat. Aber es ist schon jetzt ordentlich. So, der Treibstofftank wurde da beschädigt, aber alles noch gut. Und jetzt geht es da weiter Richtung Gegner. Da hinten jetzt der T-34-85. Kriegt aber hier gleich den Schaden. Und natürlich macht er hier auch den Spot eben. Und dadurch, dass er hier vorfährt, holt er hier sich jetzt hier den Spot eben, der ihm am Ende der Runde auch noch einiges einbringen wird. Muss aber jetzt aufpassen. Der Jagdtiger, der ist natürlich sehr ärgerlich und der muss ja jetzt auch die Kette reparieren, weil sonst seitlich hätte er hier keine Chance gehabt. Zwei Hits und er wäre nämlich schon weg, aber konnte das jetzt hier nochmal gut umgehen. Jagdtiger steht jetzt ein bisschen abschüssig bzw. aufsteigend für ihn. Das ist sehr gut, da kommt er nämlich leichter unten ran. Ist jetzt leider zu, fährt also jetzt auch weiter vorne. Also er ist wirklich hier keine unsichere Maus, sondern der denkt sich, 320 Hitpoints, das langt ja noch locker. Wird jetzt hier auch aufgemacht vom gegnerischen Super Pershing. Und jetzt weiter voraus. Aber auch hier macht er wieder den Spot. GW Panther da drüben auch jetzt offen auf den Ziel da. Treffer Nummer 1 und der bewegt sich jetzt hier, aber Gott sei Dank wurde der GW Panther direkt rausgenommen, kann sich also jetzt wieder hier auf die anderen konzentrieren. Der Jagdtiger da vorne, muss er aufpassen, geht jetzt hier auf
den Turm vom Super Pershing. Der wurde angezündet, auch der ist weg. So, jetzt noch der Jagdtiger kommt unten ran und nimmt ihn raus. Sehr schön. Und jetzt hier der AMX. Oh, er hat noch eine einzige Struktur, ein Hitpoint hat er noch. Ja, Heidewitzka. Das muss man aber erstmal hinbekommen. Und er prallt hier trotzdem weiter fröhlich die gegnerischen Schüsse ab. Unglaublich, mit einem Hitpoint. Ich komme nicht klar. Wahnsinn. Aber auch schon 3974 Schaden auf der Uhr. Und er fährt weiter vor. Das ist keiner, der sagt, ich habe einen Hitpoint, ich bleibe hinten stehen. Ganz ehrlich, so würde ich das machen. Nein, ganz im Gegenteil. Da denkt sich, ich habe noch einen Hitpoint, ein Treffer. Wird schon noch irgendwie durchhalten, der Super Pershing. Bis jetzt hat er mich auch nicht im Stich gelassen. Also Eier hat er. Das kann man nicht anders sagen. Hinten jetzt da der Tiger 1. Da kommt er hinten sehr schön jetzt aufs Heck drauf. Und trifft ihn da, zündet ihn noch an. Daher der dicke Schaden, den er sich jetzt bei dem abholt. Und nochmal und knapp fast 900 Damage hat er hier alleine an dem gesammelt. Außerordentlich viel. So, und jetzt ist nur noch der AMX hier am Leben. Aber auch hier, da scheint er wieder nicht der zu sein, der sagt, ich bleib hinten und behalte jetzt meinen Panzer heile, sondern nee, da fahre ich jetzt vor. Jetzt kettet er sogar den AMX nur. Und da wird er zerstört und Gott sei Dank hat er der Cromwell hier jetzt nicht totgerammt. Ja, war eine geile Runde. 5098 Schaden hat er gemacht. Der hat 3462 unterstützt und 4640 abgeblockt und hat damit 2058 Basis-XP und 185.000 Credits eingesammelt. Ja, und dafür noch dann den Aufklärer zu bekommen, sehr, sehr geile Runde. Mein verdientes Replay of the Week. Ich hoffe, euch gefällt es ähnlich gut. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.